Hi Leute, ich bin's wieder, euer David und willkommen zurück. Ihr seht schon, ich bin heute für ein etwas größeres Projekt ausgerüstet. Es geht heute darum, wir werden dieses Aquarienrack, ich glaube, es ist gerade nicht auf der Kamera drauf, aber es ist so ähnlich wie das hier, werden wir ganz massiv upgraden. Und bei der Gelegenheit gibt es auch eines von den Aquarien, das wir neu aufsetzen müssen. Das ist das zweite Aquarium, was wir je besessen haben. Wir haben uns damals für ziemlich verrückt gehalten, dass wir uns ein zweites Aquarium zugelegt haben. Da war eigentlich nur ein Schrank mit einem einzigen, mit Red Sakura Garnelen drinnen. Ja, wir dachten, wir sind total wahnsinnig. Zwei Aquarien in der Wohnung hier, meine Güte. Wenn wir uns jetzt sehen könnten, keine Ahnung, wir würden uns absoluten Vogel zeigen, aber wir sind glücklich damit unter unseren ganzen Aquarien hier. Aber es wird jetzt Zeit, dass wir für euch dann auch schöne Garnelen haben, dass wir das in Angriff nehmen. Was wir heute machen werden, ist nicht ganz einfach, aber wir hoffen, es so schonend wie möglich für die Garnelen hinzubekommen. Der Plan ist folgendermaßen. Wir werden Wasser von hier nach hier unten ablassen. Dann werden wir alle Garnelen nach unten übersiedeln. Hoffentlich geht dabei alles gut. Wir werden sogar den Filter mitnehmen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr so eine Aktion durchführt. Warum? Ganz einfach, wenn der Filter nicht läuft, dann sterben eure Bakterien da ganz schnell. Das sind die Bakterien vor allem, die wir brauchen, um die Ausscheidungen der Garnelen abzubauen bzw. eigentlich umzuwandeln. Deswegen nehmt den Filter mit und lasst ihn einfach laufen. Während dann die Garnelen da unten sind, haben wir Zeit, oben alles sauber zu machen. Das Hardscape wird rausgenommen und gereinigt. Vielleicht kommt auch ein bisschen weniger zurück. Mal schauen. Dann kommt ein neuer Bodengrund rein. Die Garnelen trennen in Blue Jellies und Blue Dream. Einfach, dass wir zwei saubere Linien haben. Hoffentlich klappt dabei alles. Ich weiß, in der Realität ist sowas immer ein bisschen komplizierter, aber wir werden es schon hinbekommen. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen von dem Wasser von oben nach unten transferieren, dass unsere Garnelen dann übersiedelt werden können. Ich habe hier einfach einen ganz normalen Schlauch. Wir können ja von oben nach unten gehen. Bitte keine Garnelen einsaugen. Kommt gar nicht auf die Idee, das packen sie einfach nicht. Also ich bin da jetzt extra vorsichtig. Ihr könnt auch einen Strumpf hier drüber ziehen. Das ist natürlich am allerbesten. Ich habe jetzt keinen zur Hand gehabt. Ich werde einfach ein bisschen besser aufpassen. Ihr seht schon, es ist einige Zeit vergangen. Wir mussten einfach warten, bis sich die ganzen Schwebeteilchen hier gesenkt haben. War unmöglich, da alle Garnelen rauszubekommen. Im Gegenteil, es hat sogar noch viel, viel länger gedauert, als wir erwartet haben. Ja, die haben sich doch ganz gut versteckt dann noch und es waren doch um einiges mehr, als wir dachten. Ich mache euch gleich mal eine kleine Nahaufnahme, wie sie jetzt hier unten drin sind. Die gute Nachricht, alle haben es überlebt und sie wirkten nicht mal so gestresst. Also die haben eigentlich, ja, ein paar sind ein bisschen rum und dann haben sie sich irgendwie auf so eine Mooskugel gesetzt und sich dann ja, ihrem Garnelenalltag gewidmet. Also da sind wir wirklich froh, dass die das bis jetzt alle so gut überstanden haben. Natürlich wieder, wenn sie zurück nach oben kommen. Ich habe euch ja vorher schon gesagt, wir werden die in zwei Gruppen aufteilen. Einmal in die wirklich stark blau, dunkelblau gefärbten Garnelen und einmal in die etwas durchsichtigeren hellblauen. Mit dem Schlauch werde ich jetzt versuchen, tatsächlich den Bodengrund einfach abzusaugen. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob ich das später einfach rausnehmen muss, wahrscheinlich für die Reste. Ich dachte mir, ich tue jetzt einfach noch ein bisschen Leitungswasser drauf, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Okay, ich sehe schon, da werden wir mit der Hand arbeiten müssen. So sieht's aus. Aber riecht gar nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. Ich dachte, es ist eher gammelig. Oh ja. Ja, jetzt riecht man's. Wir hoffen, dass mit einem Bodenfilter das Problem dann zumindest verzögert wird. So, ich glaube, es ist Zeit, dass ich mal die großen Brocken mit der Hand hier raushole.
wir sehen uns gleich wieder, wenn es da oben ist, und dann ja, geht es eigentlich schon an die Einrichtung. Wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen, diesen fertigen Bodenfilter zu nehmen. Ich bin immer noch am Experimentieren, wie man da selber einen gut funktionierenden bauen kann. Wenn ihr da einen Tipp habt, gerne einen Kommentar, ihr wisst Bescheid. Mir wurde gesagt, dass ihr gerne gesehen hättet, wie der ausgepackt wird, deswegen tue ich das jetzt einmal. Hier oben haben wir unseren Auslass. Dann kommt es hier mit diesen ganzen Matten, die werden wir wahrscheinlich gar nicht alle brauchen. Ich mache jetzt einmal das auseinander. Ups, ja, gut. Das sind diese Matten hier so. Und die könnt ihr sogar nochmal einzeln auseinanderziehen. Die werden einfach hier so reingesteckt. Und ganz simpel ist es. Und dieses Filterrohr, da ist ein kleiner Schlauch dabei. Das kann man dann einfach hier so reinschieben. Und dann kommt das Wasser, wird halt dann hier durchgesaugt. Von der Funktion her ganz kurz, muss ich mal ganz kurz einen Stein holen. Das ist so ein Sprudelstein. Wenn ihr den an den Luftschlauch ansteckt, dann kommen da einfach sehr, sehr feine Luftblasen raus. Wenn ihr nur den Schlauch nehmen würdet, also dieses Ende, dann kommen halt so dicke große Blasen raus. Funktioniert anscheinend so besser. Der kommt dann hier so rein, bis er ganz unten ist. Hier werden wir einfach Luft reinpumpen. Das ganze Prinzip könnt ihr ja nochmal in unserem ersten Video, ich verlinke es euch mal hier oben, nicht im ersten, im Selbstbau-Filter-Video, könnt ihr euch das genau von mir erklären lassen, wie das funktioniert. Ist ein echt geiler Filter, also könnt ihr auf jeden Fall gerne anschauen. Heute nur ganz kurz zur Funktion. Die Luft steigt auf, zieht Wasser mit sich. Dieses Wasser muss zwangsweise durch den Bodengrund und kommt dann oben gefiltert wieder raus. Hier ist übrigens so eine Verlängerung, die werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Oben kommt dann der Auslass und hier muss der Luftschlauch durchgepopelt werden. Mal gucken, das Loch ist wieder zu klein. Das mache ich dann einfach mit einer Schere ein bisschen größer. Geht ganz simpel, ist nicht die eleganteste Variante, aber funktioniert. Dann kommt der hier einmal durch. Und dieses Teil kommt hier durch. Und die Länge passen wir dann so an, dass der Sprudelstein einfach ganz unten sitzt. Den braucht man nicht sehen. Möchtest du den Filter dann hinten links haben? Oder wo soll der sein? Hinten links? So ist schön. Okay, sehr gut. Also, das reicht schon. Damit ist der Filter eigentlich eingebaut. Und jetzt geben wir sehr grobes Zeolit drauf. Einfach, dass nicht unser Bodengrund hier drunter fallen kann. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wo das ist. Hier unten. Es muss gewässert werden, sonst habt ihr da so ganz milchiges Wasser danach. Das werde ich jetzt kurz machen. Damit wir nicht das Zeolit da vorne sehen, werden wir hier so einen kleinen Karton nehmen. Den stellen wir uns hier rein, ungefähr so weit. Das muss nicht viel sein, nur fürs Auge. Und dann nehmen wir ein bisschen was von dem Kies, für den wir uns entschlossen haben. Na, geht doch besser so. Ich verteile das erstmal hier ein bisschen. Man sieht es kaum, aber ich habe das gewaschen. Das saugt am Anfang sehr, sehr viel Wasser auf. Das ist unser gröberes Zeolit. Das werde ich jetzt hier einfach mit der Hand verteilen. Jetzt kommen wir zum Bodengrund. Den haben wir natürlich auch schon vorgewaschen. Das ist wichtig, sonst habt ihr einfach sehr lange so Schwebeteilchen drinnen. Die müssen nicht sein. Mit ein bisschen Wasser, das ist aber nicht so dramatisch. Jetzt haben wir noch die oberste Schicht von unserem Kies gewässert. Erstmal hier vorne drauf. Die Garnelen sind jetzt hier aussortiert in unserem Eimer. Ihr seht schon, hier ist ein Tropfschlauch. Der sorgt jetzt einfach dafür, dass sehr langsam die Garnelen sich umgewöhnen können an ihre neue Umgebung. Natürlich werden wir das Wasser vom originalen Aquarium, wie es vorher war, wieder hier hinaufpumpen. Zum einen schon allein, weil wir ja sonst eine ganz neue Einlaufphase bräuchten.
Gut, davon ausgenommen ist natürlich der Filter. Der kommt ja wieder hier hoch. Die Garnelen, die unten bleiben, die wir nicht weiter züchten wollen, die kommen hier ganz hinten rechts in das Aquarium, das ja schon seit Monaten eingefahren ist. Da dürfen die ganz normal weiterleben. Aber wenn ihr sowas macht, lasst euch bitte Zeit. Die Garnelen sind sehr sensibel, wenn es um neues Wasser geht. Das geht wirklich durch ihren ganzen Körper durch. Lieber da zu langsam als zu schnell. Deswegen nur reintropfen lassen oder alle Viertelstunde wirklich, man sagt, so einen Esslöffel von dem neuen Wasser hineingeben. Das reicht. Lasst euch da bitte Zeit. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es dann darum geht, dass die hinauf dürfen. Wir freuen uns natürlich schon zu sehen, wie sie in ihrer neuen Umgebung klarkommen. Ist natürlich immer ein spannender Moment bei einem Aquarium, wenn das erste Mal das Leben hinein darf. Uns gefällt sehr gut, wie es jetzt geworden ist. Ist jetzt ein bisschen aufgeklärt. Ganz gereicht hat es nicht, den Kies zu waschen. Ist aber nicht so wichtig. Das senkt sich meistens nach ein, zwei Stunden, spätestens nach einem Tag. Hier sieht es auch schon ganz gut aus wieder. Also ihr werdet schon was sehen können heute noch. Und ja, jetzt lassen wir die Kleinen erstmal sich ganz gemütlich an ihr neues Wasser gewöhnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Ende vom Video, wenn sie da hinein dürfen. Bis gleich. Hier hat sich alles ein bisschen beruhigt. Ihr seht schon, sind schon die Posthornschnecken drinnen. Und die sollen gleich Gesellschaft von den Garnelen bekommen. Die Garnelen sind jetzt in diesem Eimer und zwar in ihrem eigenen Waser, das wir ja hier von mit dem neuen Osmosewasser vermischt haben, mit diesem Tropfschlauch. Und jetzt ist es eigentlich so, es ist kein neues Aquarium, was jetzt eingefahren werden muss, sondern prinzipiell eigentlich nur ein sehr großer Wasserwechsel. Sollte man nicht zu oft machen, aber wir sind guter Dinge. Die Leitwerte stimmen, das Wasser ist geprüft. Also es sollte kein zu großer Schock sein. Ich werde die jetzt ganz vorsichtig nochmal alle zurücksetzen und dabei so wenig Stress wie möglich verursachen. Und dann hoffen wir, dass es Ihnen in dem neuen Aquarium gefällt. Wir sind sehr zufrieden, damit kann man sicher gut arbeiten. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die alle rausbekommen. So, willkommen zu Hause. Ja, die ging schnell. Ist natürlich jetzt wesentlich einfacher, als sie aus dem alten Aquarium rauszuholen. Trotzdem sind die Kleinen ganz schön flink. Und ich will sie ja auch nicht verletzen dabei. Ihr müsst übrigens vorsichtig sein. Zum einen können die rausspringen und zum anderen krallen sie sich ganz gerne in den kleinen Maschen fest. Und wir wollen ja nicht, dass wir so eine kleine Garnele den Fuß ausreißen. Deswegen lasst euch dabei Zeit. Keine Hektik. So, die wollte von selber raus. Was ist mit dir? Du hast doch bestimmt auch Lust auf ein neues Zuhause. Ja, hast du. Willkommen. Oh, die sehen toll aus. Babys vertragen übrigens solche Sachen am allerbesten. Sorgen müsst ihr euch eigentlich nur um eure älteren Garnelen machen. Die sind einfach empfindlicher, was Stress betrifft und unterschiedliche Wasserwerte. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Die müssen sich natürlich jetzt ein bisschen beruhigen, aber wirklich gestresst wirken sie jetzt auch nicht. Sonst würden die ganz panisch alle rumschwimmen. Sowas hier ist natürlich normal. Aber wenn sie sich grundlegend irgendwo hinsetzen, dann haben sie sehen Sie keine Notwendigkeit drin, jetzt noch irgendwo zu flüchten. Ich würde sagen, das Projekt ist auf jeden Fall geglückt. Alle Garnelen haben es überstanden und sind sicher in ihrem neuen Zuhause. Wir sind auch zufrieden mit dem Ergebnis. Schreibt uns unten in die Kommentare, wie ihr es findet, aber seid nicht zu hart zu uns. Es soll natürlich zum Züchten geeignet sein. Ist schon klar, dass das vorher mit den Pflanzen und mit den Steinen dem einen oder anderen besser gefällt, aber so können wir einfach super damit arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, wie es nächsten Sonntag weitergeht, dann lasst uns ein Abo da und drückt auch auf die Glocke. Dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung und unserem Kanal hilft das ungemein. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns natürlich gerne einen Daumen da, dass wir sehen, ob dieses ganze Projekt auch einen Sinn für euch hat, ob euch das gefällt. Kritik, Vorschläge, Änderungsvorschläge, alles unten in die Kommentare. Wir werden alles lesen und auch antworten. Ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss.